Radio 1. Du bist wegen eines Herbstbuches zu uns gekommen. Und zwar ein Buch, das sich mit Sicherheit beschäftigt. Was hat das mit Medien zu tun? Ich sag mal vielleicht den kompletten Titel, damit wir gleich mal uns so ein bisschen einschwingen können. Der Autor ist ziemlich prominent, Peter Schaar. Genau. Den kennen wir alle noch als Datenschutz-Bundesbeauftragten. Ehemaliger Bundesbeauftragter für den Datenschutz. Genau. Trügerische Sicherheit, sein Werk. Wie die Terrorangst uns in den Ausnahmezustand treibt, gerade erschienen im September. Und du hast es natürlich wie immer komplett schon wieder gelesen, logisch. Und vielleicht zu deiner ersten Einschätzung. Was meint er mit trügerischer Sicherheit? Naja, er meint damit, dass es gerade jetzt im Antiterrorkampf wird ja immer wieder suggeriert, man könne mit mehr Überwachung, mit mehr digitalen Medien Sicherheit herstellen. Und er meint eben, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann. Das sagt zwar die Politik inzwischen auch schon, es kann nicht 100% Sicherheit geben, aber alles, was sie tut, legt natürlich das Gegenteil nahe. Und Peter Schaar listet auf, dass es allein, das hat mich selber überrascht, 2017 in Deutschland 13 Gesetzesänderungen gegeben hat. Also das ist ja noch nicht zu Ende, um islamistischem Terror oder Amoklaufen vorzubeugen. Mehr Videoüberwachung, mehr Datenerhebung, die Einführung des sogenannten Bundestrojaners, mit dem der Staat Smartphones hacken darf. Das sind Beispiele dafür. Und er nennt das reine Symbolpolitik. Und deshalb hat er sein Buch eben Trügerische Sicherheit genannt. War es, glaube ich, ein O-Ton vorbereitet? Genau. Das Problem ist einfach, dass uns suggeriert wird, durch immer mehr Sicherheitsmaßnahmen, durch immer mehr Befugnisse für Polizeibehörden, für Geheimdienste, würden wir mehr Sicherheit schaffen. Tatsächlich muss man aber sagen, dass viele dieser Maßnahmen bei weitem nicht so wirksam sind, wie uns weisgemacht wird. Ja, und seine Kritik lautet, dass Parlamente und Regierungen diese Gesetze beschließen, einfach um den Eindruck des Kontrollverlustes entgegenzuwirken. An welchem Beispiel macht er das fest? Na, er bringt einige Beispiele. Ich nenne mal die Videoüberwachung. 82% der Bundesbürger, schreibt Schaar, glauben, dass damit der öffentliche Raum sicherer wird. Das stimme aber gar nicht, denn Gewalttäter ließen sich durch Videoüberwachung nicht aufhalten, wie der Fall des Attentäters Anis Amri gezeigt habe. Der hat ja sogar noch in die Kamera gewunken am Bahnhof Zoo. Andere Kriminelle wiederum verändern dann ihr Aussehen oder gehen irgendwo hin, wo es eben keine Videoüberwachung gibt. Und dass die Auswertung der Videoüberwachung nicht so wahnsinnig viel bringt, kommt auch daher und kann man sich auch logisch denken, dass man gar nicht das Personal hat, um live zu verfolgen, was da alles gefilmt wird. Also man kann, wenn überhaupt, nur im Nachhinein Dinge überprüfen, was aber zum Beispiel bei Terroranschlägen wenig Sinn macht. Und diese Liste der Scheinlösungen ist, wie er zeigt, lang. Also Beispiel Vorratsdatenspeicherung oder massenhaftes Datensammeln. Das führt daraus, dass die gewünschte Wirkung eben mehr Sicherheit damit nicht erzielt wird, sondern dass wirklich der einzige Effekt darin besteht, dass man die Bevölkerung beruhigen kann. Nach jedem Terroranschlag oder auch einem anderen schweren Verbrechen gibt es ja Umfragen und immer wieder stellen wir fest, die meisten Menschen sind dann bereit, auf Freiheit zu verzichten, wenn damit mehr Sicherheit geschaffen wird. Und das wird versprochen von der Politik, auch wenn dieses Versprechen häufig nicht eingehalten werden kann. Also ich finde, das ist ein ganz zentrales Problem. Also müssen wir viel stärker auch fragen, was bringen diese entsprechenden Maßnahmen und aber auch, wie sicher oder unsicher sind wir wirklich, wie groß ist die Bedrohung durch Terrorismus wirklich? Ja, und da mahnt er, dass die Gefahr durch terroristische Anschläge realistisch eingeordnet werden muss, dass es hier eine Fehlwahrnehmung gäbe. Und anhand von Statistiken belegt er auch, dass die Kriminalität in Deutschland anders als gefühlt nicht zu, sondern abnimmt. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Medien, weil du fragtest, was haben die Medien damit zu tun? Dass natürlich dieses Gefühl der Bedrohung und dieses Gefühl, Kriminalität nimmt zu und so weiter, auch durch die Medien eben sehr stark befeuert wird und dass die da ein Puzzle in diesem ganzen Spiel sind. Aber man fragt sich immer, warum der Ruf laut wird nach schärferen Gesetzen, wenn die doch zudem gar nichts bewirken. Du hattest gesagt, um die Leute zu beruhigen, aber sieht er noch andere Gründe? Naja, eine Ursache sieht Peter Schaar darin, dass Sicherheit längst auch ein Wirtschaftsfaktor geworden ist. Das ist halt auch ein Riesenmarkt, der da existiert. Und dass man eben damit auch Behördenversagen sehr gut verschleiern kann. Man sagt dann eben, ja, das sind so lasche Gesetze und wir müssen die verschärfen. Und in Wirklichkeit sind es aber die Behörden, die auch versagen, wie wir eben im Fall Anis Amri gesehen haben. Da hat man eben einfach, zum Teil war man schlecht koordiniert, aber hat auch falsche Schlüsse aus den Informationen gezogen, die man hatte. Und wird ja auch im Moment aktuell gerade diskutiert. Und er kritisiert also die staatliche Aufrüstung in Sachen Sicherheit als ein Verrat an der demokratischen Gesellschaft. Videoüberwachung etwa ist ein intensiver Grund,
Rechtseingriff und das umfangreiche Sammeln von Daten führt zu einer Rundumüberwachung, die am Ende alle unter Generalverdacht stellt im Namen des Antiterrorkampfes. Vielleicht ist es sogar der schlimmste Effekt einer verfehlten Sicherheitspolitik, dass wir Freiheiten, dass wir Grundwerte, dass wir Grundrechte aufgeben oder einschränken im Zeichen des Kampfes gegen Terrorismus und damit eigentlich unser höchstes Gut, unser bestes Argument gegen die Terroristen einbüßen, nämlich unsere eigene Glaubwürdigkeit und den Sinn, weshalb wir uns gegen solche Bedrohungen tatsächlich wehren. Macht er auch Vorschläge? Ja, er macht Vorschläge, wie es auch anders gehen kann. Ganz wichtig, ganz zentral ist intelligente Polizeiarbeit. Dann die Evaluation von Sicherheitsgesetzen, dass man eben wirklich auch öffentlich auswertet, was bringen die überhaupt. Und natürlich die Bekämpfung von Ursachen des Terrors. Und hier sind die Medien natürlich auch gefragt, dass sie das eben transparent darstellen. Ich fand das alles sehr überzeugend, sehr lesenswert, trotz der Brisanz ambitioniert, aber dennoch unaufgeregt geschrieben. Und auch sein Schlusswort, nämlich folgendes: Die Stärke der Demokratie bemisst sich nicht nach der Größe der Überwachungsapparate, sondern daran, wie sie in jedem von uns verankert ist, finde ich, bringt es eben sehr gut auf den Punkt. Sagen wir nochmal einen Titel: Trügerische Sicherheit, wie treibt Terrorangst uns in den Ausnahmezustand, uns in den Ausnahmezustand treibt. 17 Euro, 288 Seiten und wir haben gehört, wie Vera Linz dieses Buch bewertet und ich twittere ganz schnell noch den Link zur Verlagsseite. Vielen Dank, Vera.